Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 28. November bis zum 4. Dezember. Ja, meine Lieben, bevor ich jetzt erstmal einsteige, möchte ich noch ein kleines Feedback geben, ein paar Worte sagen. Und zwar für diejenigen, die meinen Post gesehen haben hier auf YouTube, wo ich euch um Verbesserungsvorschläge, Feedback und so weiter gebeten habe. Erst einmal möchte ich wirklich ein riesiges, herzliches Dankeschön aussprechen an jeden Einzelnen, der da kommentiert hat. Auch diejenigen, die nicht kommentiert haben, ganz egal. Aber ich bin so froh, was ich da gelesen habe und was da an Informationen von euch kam. Es war fast durchweg positiv. Nicht wirklich was dabei, was negativ war. Wenn, dann waren es wirklich dann konstruktive Kritik oder irgendwas, so kleine Verbesserungen. Aber es war durchweg, würde ich schon sagen, positiv. Ich bin so happy über diese Nachrichten, wirklich. Auch wenn ich nicht auf die Kommentare antworten konnte, weil mir dazu leider die Zeit fehlt. Ja, dann möchte ich das jetzt einmal hier für alle machen, wirklich jeder Einzelne. Vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich ungeheuer gefreut. Und Fazit, was ich daraus gezogen habe, ist tatsächlich, ich mache weiter so wie bisher. Also klar, natürlich gibt es da so ein paar Sachen, die einen mögen die Auswahl-Orakel nicht so ganz, die anderen lieben sie. Ja, dann mag einer vielleicht keine Liebesorakel, der andere möchte sie gerne haben. Das ist immer total unterschiedlich und auf meinem Kanal möchte ich mich auch nicht auf eine bestimmte Sache spezialisieren, weil ich einfach ein Mensch bin, der Abwechslung braucht und ich liebe alle möglichen Orakel. Ich liebe die Auswahl-Orakel, ich liebe eigentlich alle Orakel, die ich mache, egal welche Legungen. Ich liebe die Astrologie, deswegen gibt es auch weiter Astrologie-Videos. Dazu hat jetzt aber nicht wirklich jemand was gesagt oder beziehungsweise nicht viel, aber sonst von den Legungen, es bleibt so wie bisher. Ich werde alles irgendwo machen, ich werde alle möglichen verschiedenen Themen bedienen. Man kann es nicht jedem recht machen, aber ich kann es mir selber recht machen und dann mache ich auch so weiter wie bisher und mache die Orakel, die mir wirklich Spaß machen. Nochmal, wie gesagt, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Danke für jeden einzelnen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Danke für jeden Einzelnen, der einfach da ist, der unterstützt, spende. Diejenigen, die auch persönlich auf mich zukommen, ja, die eine astrologische Beratung in Anspruch nehmen, diejenigen, die Tarotberatung in Anspruch nehmen. Jeden einzelnen Like, jeden einzelnen Kommentar. Ich bin super, super happy. Und jeden einzelnen, der hier zuschaut. Ich bin super glücklich. Also Dankeschön an euch. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, was in dieser Woche so dran ist. Was kommt? 28. November bis 4. Dezember. Was passiert? Die Wassermann-Energie, die hatten wir öfter tatsächlich. Also irgendwie fliegt die ständig aus diesem Stapel raus. Also es geht um Individualität, es geht um darum, authentisch zu sein, du selbst zu sein, unabhängig zu sein, dein ganz eigenes individuelles Wesen zu leben. Es geht um Ideen, es geht um Fortschritt, es geht ums Lernen, es geht darum, erfinderisch zu sein, unabhängig und frei zu sein. Dann wollen wir direkt mal weiterschauen, damit sich das hier ein bisschen herauskristallisiert, was passiert in der Woche. Was passiert? Übrigens, ihr werdet von mir einen Adventskalender bekommen. Also es wird Tagesbotschaften geben, einen Adventskalender. Da dürft ihr euch drauf freuen. Das wollte ich auch noch sagen. Also schaut ruhig jeden Tag rein im Dezember. Ein Adventskalender wartet auf euch mit kurzen Tagesbotschaften. So, wir haben die Hoffnung. Wow, das sagt mir ganz klar, du wirst in dieser Woche eine hoffnungsvolle Botschaft bekommen und sie wird höchstwahrscheinlich in Bezug auf die Zukunft sein, weil der Wassermann ist einfach ein visionäres Zeichen, das ist eine visionäre Energie, das ist Zukunftsenergie, ja. Und hier haben wir die Hoffnung. Wow, ist das nicht toll? Also da kommt was Hoffnungsvolles auf euch zu. Irgendwas, worüber ihr euch freuen könnt in Bezug auf die Zukunft, ja.
Also vielleicht habt ihr irgendwelche Pläne, Ideen, die ihr verwirklichen wollt, Visionen für die Zukunft. Vielleicht sagt euch jemand etwas oder gibt euch einen Ausblick in Bezug auf die Zukunft, ja? Oder ihr habt einen Traum, irgendwas sagt euch eure Intuition. Also da kommt irgendwie was Positives auf. Welches Krafttier begleitet euch denn? Der Delfin, wow, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Okay, das könnte etwas sein, dass du die Perspektive auch wechselst, also dass du auch mal eine Sache aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtest, dass nicht nur das eine die Wahrheit ist, dass du dich entfernst von Schwarz-Weiß-Denken, entweder oder, mehr zu einem sowohl als auch oder etwas ganz anderes, was du vorher gar nicht in Betracht gezogen hast. Das ist das, was ich hier so ein bisschen drin spüre. Irgendwas, was du noch gar nicht in Betracht gezogen hast, irgendwas Neues, etwas ändert sich hier. Du siehst etwas aus einem ganz anderen Blickwinkel und ich glaube, das gibt dir auch die Hoffnung. Ja? Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Also da steckt irgendwie noch mehr hinter. Ich finde es interessant, dass diese Botschaften rauskommen, weil ich wollte nämlich diese Woche eine Heilbotschaft hier ziehen. Das habe ich hier von diesem Orakel Heal Yourself, also heile dich selbst. Ich bin so verliebt in dieses Orakel und da möchte ich jetzt direkt mal eine Karte ziehen. Das ist für all diejenigen, die das Gefühl haben, sie bräuchten gerade Heilung auf ihrem Weg, egal wie das aussieht. Und da möchte ich einfach mal schauen, welche Botschaft es da für dich gibt. Eine Heilbotschaft, die ich hier nach außen bringen kann. Okay, hier geht es um etwas aufzuschieben oder etwas wird weggeschoben. Vielleicht hast du das Gefühl, dass da irgendetwas ist, was du dir noch nicht angeschaut hast oder du schiebst irgendwas vor dir her oder du schiebst irgendwas weg. Vielleicht geht es gerade um die Auseinandersetzung damit, etwas nicht weiter auf die lange Bank zu schieben, sondern sich das wirklich auch anzuschauen. Und in dieser Woche könnte vielleicht auch hier ein Hoffnungsschimmer auftauchen, weil einfach auch eine neue Betrachtungsweise da ist und es gibt nicht nur eine Wahrheit. Also hier geht es tatsächlich darum, dass Dinge irgendwie verschoben werden. Es könnte auch sein, dass sich etwas im Zeitplan verschiebt oder das, was du geplant hast, sich irgendwie verschiebt. Das ist auch eine Möglichkeit. Also entweder geht es um das Aufschieben oder das Verschieben. Ja? Okay, dann wollen wir doch mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir ziehen das Tarot mal hinzu und dann wollen wir mal schauen, was das Tarot zu sagen hat in dieser Woche nun vom 28. November bis zum 4. Dezember. Was passiert in dieser Zeit? Was passiert vom 28. November bis zum 4. Dezember? Was geschieht hier? Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. Schaut mal, ich habe vorhin von Perspektivwechsel gesprochen, ne? Jetzt haben wir auf der Unterseite den Gehängten hier. Und der spricht gerade von einem Perspektivwechsel. Der Gehängte spricht auch davon, dass wir Dinge ruhen lassen. Also, dass wir bewusst einfach mal uns hängen lassen, aber nicht im Sinne von aufgeben, sondern irgendwie eher die Seele baumeln lassen. Einfach mal irgendwas ruhen lassen, sein lassen, wie es ist und sich entspannen. Ja? Betrachte die Dinge mal aus einer anderen Perspektive. Okay, dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir hier haben in dieser Woche. Wow, sehr gute Nachrichten. Hier kommt etwas Positives rein, Erfolg kommt rein. Das könnte Erfolg im Beruf sein, Erfolg in Bezug auf ein Vorhaben,
gute Nachrichten, die reinkommen, erfolgreiche Nachrichten. Also irgendwas entwickelt sich hier zum Positiven, wo du sagen kannst, Mensch, ich bin stolz auf mich, gut, dass ich das gemacht habe, gut, dass ich das geschafft habe. Irgendwelche guten Nachrichten kommen rein. Ja, hier öffnet sich auch was. Hier könnte es sein, dass es einen Grund zum Feiern gibt. Vielleicht steht eine Party an, vielleicht steht eine Feier an in dieser Woche. Das könnten hier auch gute Nachrichten sein, die in Bezug auf eine Party oder Feier hier reinkommen. Zum Beispiel eine Einladung oder irgendwie eine positive Nachricht, wo du dann das Gefühl hast, jetzt wird gefeiert, weil genau darum geht's. Ja, irgendwas Positives ist da. Und du hast das Gefühl, ja, feiern wir das mal, feiern wir das Leben. Das sieht sehr gut aus. Hoffnung, also sehr schön. Ja, also Partytime, das kann ich gar nicht anders sagen. Hier wird gefeiert, ganz eindeutig. Es könnte sein, dass du tatsächlich auf eine Party gehst, ja, auf eine Feier gehst, irgendwo Party machst, gute Stimmung ist, ja. Vielleicht geht's mal auf den Weihnachtsmarkt und dann wird ein Glühweinchen getrunken, ja, in guter Gesellschaft oder keine Ahnung. Also irgendwie was Positives sehe ich hier, ne? Hier gibt's einen Grund zum Feiern, hier ist Dankbarkeit zu sehen, positive Entwicklungen, also sehr schön, wunderbar. Wow, also geht's noch? Das ist ja, das sind ja durchweg positive Karten hier, mein Gott, ja. Also Ass der Stäbe ist ganz klar auch die Chance auf Weiterentwicklung. Hier kommt eine große Chance auf dich zu, kann auch eine kleine Chance sein, wobei das Ass der Stäbe immer was Größeres ist. Aber hier kommt definitiv eine Chance rein. Die wirst du ergreifen. Ich sehe auch, das könnte etwas sein, was dich hier zum Feiern stimmt. Ja, irgendwie eine gute Chance. Ich sehe, es ist neu, es ist spannend, es ist aufregend, es bietet dir auch Abwechslung, es ist irgendwie was Interessantes. Ja, das könnte hier zum Beispiel auch die Planung für die weitere Zukunft sein. Ne, hier haben wir die Zukunft. Irgendwas Positives, positive Entwicklungen, die ich hier sehe, wirklich positive Entwicklungen und irgendwie was, was man hier... Ja, was man irgendwie ergreifen kann, wo man das Gefühl hat, ja, das ist das, worauf ich gewartet habe, das ist das, was ich will, her damit. Dein Mut wird gefordert sein, ein bisschen Risikobereitschaft wird auch gefordert. Ich sehe aber auch, dass da viel Leidenschaft hinter steckt. Ja, also es bringt irgendwie dein Feuer zum Brennen. Ja, du bist Feuer und Flamme dafür. Ja, das ist es. Du bist Feuer und Flamme für etwas. Ja, Sechs der Stäbe. Hier ist der Übergang auch zu sehen, wo du genau weißt, diese Chance, die muss ich jetzt wahrnehmen, die sollte ich auf jeden Fall annehmen, weil da wartet was Besseres auf mich. Da ist irgendwie ein neues Ufer, das du erreichen willst. Du weißt, dir wird es besser gehen, sobald du diesen Schritt gemacht hast. Und du weißt auch ganz genau, dass du das schaffst. Sechs der Schwerter sagt ein bisschen, ja, da hat man vielleicht ein bisschen weiche Knie, da hat man vielleicht ein bisschen Angst, ja. Aber das Ass der Stäbe wartet. Ja, das ist die Chance wartet. Also los, auf da, schnapp dir dein Boot und fahr rüber. Wow, also was ist das für eine geile Wochenbotschaft, jetzt mal ehrlich. Was ist das? Das ist hier die letzte Karte jetzt, also besser geht's gar nicht. Was für eine geile Woche. Hammer. Hier, guckt mal, die Erlösung. Ich sehe, dass du, wenn du diese Chance hier annimmst, wenn du jetzt dahin gehst, wenn du dich traust, wenn du das machst, dann wartet hier die Erlösung auf dich. Irgendetwas in dieser Woche wird dir gegeben, wo du wirklich einen Grund zur Hoffnung hast, wo du das Gefühl hast, Mensch, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Das könnte auch etwas sein, wo du gedacht hast vorher, etwas ganz Bestimmtes, wo du gedacht hast, so, das ist jetzt die Wahrheit. Und dann bietet dir jemand oder eine Sache, eine Situation, einen ganz anderen Blickwinkel. Und du verstehst auf einmal, hey, es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Ich habe das eine für die Wahrheit gehalten, aber schau mal da. Wenn ich hier die Perspektive wechsle, wenn ich hier mal
um die Ecke schaue, wenn ich mal ein bisschen das Ganze anders betrachte, dann sehe ich auf einmal, da ist ja noch was und da ist noch eine Möglichkeit. Und vielleicht warst du zu verbissen auf eine bestimmte Sache und jetzt bietet sich was ganz Neues und du hast das Gefühl, wow, da fällt mir echt ein Stein vom Herzen, da fällt eine Last von meinen Schultern und du fühlst dich einfach freier, offener, mehr du selbst. Das ist so ein bisschen wie, als würde dir etwas gegeben werden vom Universum, dass du noch mehr du selbst sein kannst, dass du noch mehr dich so fühlst, wie du bist. Ja, dein wahres Wesen, dein wahrer Kern, der hier zum Vorschein kommt. So ein bisschen so deine Seelenbestimmung, so der Seelenruf, ja, das ist so ein bisschen das, was mir hier kommt. Wo will die Seele hier hin? Und du, oh, es fühlt sich toll an. Also was für eine geile Woche. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen, es ist einfach nur geil. Es sieht einfach nur gut aus und ich würde sonst hier noch weiter quatschen und sonst was, aber ich habe hier überhaupt nichts zu meckern. Keine einzige schlechte Karte hier, ja. Das sieht richtig gut aus. Also ich glaube, hier wird es ein sehr wichtiges Ereignis für dich geben, eine wichtige Nachricht, eine wichtige Situation oder irgendwas, was eine Person spielt hier vielleicht auch eine Rolle, die dir was sagt, wobei ich hier jetzt keine bestimmte Person sehe. Aber das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Das ist so, das gibt dir Hoffnung. Das ist richtig so das eine, worauf du gewartet hast. Dieser zündende Funke, der kommt. Und die Last, die fällt hier runter. Super gute Nachrichten und du kannst hier dann feiern. Du bist erfolgreich. Mein Gott, besser geht's gar nicht. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was hier los ist. Ihr könnt noch mal am Ende der Woche schauen. Vielleicht wisst ihr dann, was das ist, ja? Und ja, ansonsten, meine Lieben, ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Ja, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo da lasst, einen lieben Kommentar, einen Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.